Erstmal Jump King. Wir sind mit Jump King sind wir fertig, Leute. Wir sind Jump King sind wir fertig. Wir können uns nur den Speedrun anschauen, wie er das obere Stück gemeistert hat. Aber das meiste hier sieht sehr ähnlich aus zu dem, was ich gemacht habe gerade. Okay, der findet da den Jump. Ich habe da immer erst einen rüber gemacht und dann wieder in die andere Richtung. Nice. Ob das einfach ein Max Strange Jump ist und ich habe das immer komplett übergekünstelt? Das auch? Okay, der... Oh, das ist natürlich ein nasty Trick. Das ist, was ich meine, ne? Wenn du das weißt, diese ganzen kleinen Jumps, die du machst, kannst du dir halt so viel Zeit sparen. Ah, da war auch eine Fläche. Ah, na klar war da eine Fläche. Krass. Krass. Da hätten wir richtig Zeit noch sparen können am Ende. Jetzt ist nichts. Ich brauche jetzt noch ein würdiges Abschlussgame, ja. Wieso sieht der King bei Nomads Jump King jetzt anders aus? Nee, das war nur ein Video. Wir haben es jetzt geschafft, weißt du? Wir sind fertig jetzt. Ich will jetzt eins carryen. Ich will jetzt eins gewinnen. Ich spiele jetzt einen richtigen Champion. Kein Troll-Champion. Ich wollte eigentlich Lux spielen, aber jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich wütend. Heute kein Palworld mehr. Vielleicht kurz. Aber ich muss ja, ich kann so nicht aufhören. Das Game gerade macht mich so sauer. Das hat mich so sauer gemacht, das Game gerade. Ich sage, es ist, also ich war selten so wütend. Was macht man gegen Scripter? Die meisten Scripter sind sehr schlechte und dumme Spieler. Das heißt, die haben zwar dann gute Mechanics, aber sie bringen sich in Situationen, wo ihnen die Mechanics nichts bringen. Das heißt, in der Regel kannst du das einfach abusen. Wolltest du nicht eine Win-Challenge machen heute? Nee, ich mache morgen eine. Um 12 mache ich morgen eine. Okay, das ist Zillas Jungle. Das ist Jace Mitte, ist das, ne? Wir sollten ein bisschen mehr für Lane spielen hier gegen Jace. Werden Shader und Scripter nicht sowieso alle gebannt? Ja, aber das dauert manchmal relativ lang. Also in High Elo zum Beispiel gibt es aktuell, was kann ich dir zeigen? Es gibt aktuell den hier. Also der, das ist ein Scripter. Und der hat halt, also der darf halt immer so 50 bis 100 Games spielen, bevor sie ihn bannen. Der hat, wie gesagt, also du siehst das an den... Du siehst es an der Zahl hinter dem Namen. Das ist die Nummer des Accounts. Das heißt zum Beispiel hier auf dem Account hat er jetzt zum Beispiel nur 44 Games reinbekommen. Aber das ist sein 109. Scripter-Account, den er spielt. Und das ist immer derselbe Kerl. Der ist auch kein schlechter Spieler, aber der cheatet halt und der kriegt halt, wie ich gesagt, also der kriegt, manchmal hat der Accounts, da hat er 300, 400 Games. Manchmal hat er Accounts da wieder nach 10 Games gebannt. Aber der auf jeden Fall cheatet er immer feste rein. Es könnte sein, dass das jemand ist, der seine Scripts verkaufen möchte. Also es gibt so TikTok-Streamer, die aktuell also Scripts anbieten. Was hältst du davon, dass Wenger zu LOL kommen soll? Ich finde es persönlich extrem gut. Electrocute Ignite Jace. Jetzt wird's aber vogelwild, Aha. Mhm. Guter Versuch, Bro. Hello there. Deswegen habe ich W geskillt, ne? Mit dem E kommt er raus, aber wenn ich W skill, kriegen wir da den Kill noch. 50 Stacks, jawoll. Müssen jetzt bloß aufpassen, weil jetzt könnten wir nochmal gegankt werden. Von der Bot-Seite gleich. Und der ist sehr schwer zu überleben, der Gank, wenn er kommt. Ich töte den gegnerischen Jungler. Mein Jungler invadet nicht. Full Clear Route. Macht einfach eine Full Clear Route. Kennt er nicht. Da wird nichts adaptiert. Da wird nicht der Blue invadet, wenn der Zillas Level 2 Mitte gankt und stirbt. Nee, nee. Nee, nee, nee. So nicht, Kollege. Wird uns jetzt einen großen CS-Advantage geben, der Freeze, ja. Er ist Level 2, circa 5 Sekunden tot. Ja, aber du brauchst. Also, der skippt alle Camps, der war ja 4 CS, weißt du? Das heißt, er hat einen Camp gemacht in der Zeit. Dann läuft er 10 Sekunden Mitte. Dann ist er 5 Sekunden tot. Dann kämpft er hier 10 Sekunden. Dann braucht er 15 Sekunden bis zu seinem Buff. Oder bis zu seinem Camp, weißt du? Natürlich bist du nur 5 Sekunden tot, aber du verlierst trotzdem fast eine Minute.
Lasst uns mal unseren Mages befüllen. Bist du den Instant 20-6-Trick mit den Viechern im Baron Pit? Kenne ich, ja. Aber du hast selten die Priority, um zu denen hinzugehen und dir die Stacks zu nehmen. Das ist das Problem. Also, du kannst halt, natürlich kannst du für die gehen, aber wenn du halt zu viele Minions dafür verlierst, da hast du dann die Stacks, aber es ist halt trotzdem niemals worth it. Ne? Ja, er wollte mich die ganze Zeit gehen und wegkicken. Deswegen habe ich die ganze Zeit an ihn rangehoppert und dann zurückgelaufen, damit ich immer nicht in E-Range bin und er nie von mir wegkommt, wisst ihr? Ja, wenn ihr das nicht wusstet, jeder von diesen Boobies, den der ausschmeißt, wenn er da den Laser hat, jeder von diesen Boobies gibt halt einen Stack auf Victor. Deswegen ist das cool, wenn ihr da mit dabei sein könnt. Bei den U-Veranstaltungen sind manche präsenter als andere, oft fehlen Mitglieder. Und du bist bei solchen Sachen fast immer am Start. Ja. Aber, also, das kommt halt immer drauf an, wo die sind, weißt du? Das kannst du halt nicht so einfach sagen. Ich meine, NNO ist halt für uns so ein Projekt an der Seite. Das ist was wir zusammen haben, weil wir Leidenschaft für E-Sport haben. Und weil wir versuchen, da halt was aufzubauen. Und jeder macht halt da in seinen Möglichkeiten mit, je nachdem, wie viel Zeit er halt hat. Ja? Das ist, für jeden wird das ein bisschen unterschiedlich sein. Manche bringen ein bisschen mehr Zeit, manche bringen ein bisschen weniger Zeit ein. Ich fand das KC gegen Rogue Team heute. Ich hab das komplett genossen. Mein Traum. Ein absoluter Traum war das. Boah, schade, ich habe gereadet für den Laser. Ich glaube, der war nicht mehr. Aber kill ist kill. No more stacks. NNO ist nichts, was lukrativ ist. Also es ist nicht wirtschaftlich, NNO. Bisher. Ich glaube, es ist image-technisch ganz gut, es ist zur Festigung der Community ganz gut, es ist noch ein extra Programmpunkt, was sehr nice ist, um relevant zu sein. Ich glaube, NNO alt ähnlich, aber NNO alt haben wir auch das Problem, dass es aktuell sehr schwer ist, alle zusammenzubekommen. Leider. Die Terminkalender sind einfach sehr, sehr voll und jeder macht halt so ein bisschen sein Ding, ne? Was schon schade ist. Aber auch irgendwo verständlich, ne? Ein Volkin castet aktuell alles, was, also, und ist da halt ultra eingespannt. Agorin streamt jetzt auf Englisch und für den ist es sehr, sehr schwierig, dann einfach auf Deutsch plötzlich zu wechseln und Streams zu machen, beziehungsweise einfach sehr schlecht auch für seine Audienz, für seine Zuschauerzahlen. Das kann man dann verstehen, wenn die Zuschauerzahlen nicht da sind, dann macht es halt nicht so Spaß, wisst ihr. Okay, das sagt. Ich habe leider null Damage zu dem Zeitpunkt mit dem. Ich meine, ich habe ein sehr low Damage Bild, muss man dazu sagen. Das sagt ein bisschen. Ich dachte, dass ich die da komplett aus dem Leben fetze, aber nope. Die waren nicht so lange gestunt, wie ich dachte, aber. Ich finde es super schade, dass Agon jetzt auf Englisch stehen und so viel Werbung schaltet. Macht ihn sehr unsympathisch. Ich meine, er hat einfach für sich, der englische Markt gibt ihm sehr viel mehr Zuschauer als davor. Ja, also er ist gewachsen als Streamer. Und im englischsprachigen Raum ist Werbung sehr viel mehr toleriert tatsächlich. Das heißt, also das ist nicht so verpönt, Werbung zu schalten wie im deutschen Sektor. Im deutschen Sektor ist es halt sehr, sehr schwierig. Die Werbung ist eine riesige Einnahmequelle, ja. Das ist einfach, muss man sagen, ist halt einfach eine wahnsinnig wertvolle Einnahmequelle. Wenn als Streamer keine Werbung zu schalten aktuell, ihr verliert ungefähr 80% eurer Einnahmen. Twitch-Werbung zahlt unfassbar gut. Ich glaube, viele Leute realisieren gar nicht, wie gut Twitch-Werbung zahlt. Und er hat sich halt damit auch so ein bisschen... Nicht. Aber... How is this balanced? Wait, what? Das ist ein Supporter. Oder nicht? Wait, was ist das shit? Was ist das denn? Die Werbung finde ich weniger schön, als der Fakt, dass er jetzt auf Englisch streamt. Naja, im deutschen Markt war einfach sehr hohe Konkurrenz und es gibt im deutschen Markt eine relativ starke Monopolbildung. Mich nämlich.
Und das ist sehr schwierig für viele Streamer zu streamen, wenn ich streame. Der Einzige, der das wirklich kann und für den sinnvoll ist, ist Tolkien mit seinen Casts, wisst ihr? Aber für die meisten Leute ist es so, dass es einfach keinen Sinn macht, nie zu streamen, wenn ich streame währenddessen. Und wenn du natürlich aber auf den englischen Sektor ausweichen kannst und auch eine englische Audienz, dann ändert sich das natürlich. Okay, wieder drei Top. God fucking damit, Mann. Ich hätte doch für den gehen sollen. Ey, das Game ist actually gar nicht so einfach, huh? Ich habe das Gefühl, der will einfach so viel mitnehmen, wie geht und aufhören zu streamen, oder? Ich habe nicht das Argument, aufhören will zu streamen, aber wisst ihr, die Zukunft ist sehr unsicher. League of Legends macht gerade Angst. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber League macht Angst. Überall werden Stellen gestrichen. Das allgemeine Feeling in-game ist sehr negativ. Super viele Leute sind sehr toxisch, Games sind toxisch, super viel Smurfen, Probleme mit Riot und so weiter. Es gibt wahnsinnig viel Probleme aktuell bisher. Das Game ist komplett schwer jetzt, wait what? Und jetzt werden halt auch plötzlich viele Stellen gestrichen und es gibt finanzielle Probleme, ne? Das heißt, man weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Und ein bisschen Absicherung zu haben, ist, glaube ich, relativ wertvoll. Darf ich jetzt verfaten? Wait, okay, lass mal ganz kurz wieder anspannen, ja? Was ist jetzt passiert? We can call for fate. Wait, what? Artox doesn't deserve win, das stimmt, aber der Rest von uns. Warum sollten wir das Game wegwerfen, nur weil einer den Win nicht deserve? Eine Menge Gold wäre sogar. Ich warte einfach wieder in dem Busch, oder? Der scheint ja zu funktionieren. Oh. Dann warte ich jetzt in dem Busch, ja. Ich stehe in einem hinter den vorderen wieder EQ'en wahrscheinlich. Excellent. Okay, so, von dem Busch weiß er jetzt. Aber was, wenn ich jetzt in dem Busch warte als nächstes? Was denkt ihr? Der könnte schon gefährlich kommen, der Busch da vorne. Oder actually, ich warte einfach nochmal in dem Busch hier. Watch this Busch play. Nee, actually, der kann ja noch gar nicht da sein. Zeit. Wertvolle Zeit. Aber jetzt warte ich in dem Busch. Der ist besser. Damit rechnet er bestimmt nicht, dass ich jetzt in dem Busch auch wieder drin stehe. Ah, aber der schon. Du Sack, ey. Bist du ein kleiner Zuschauerbonus, ey? Ach, der Zuschauerbonus. Aber kein Problem, der Jace weiß von nichts. Halt doch. So. Okay, den Busch könnte jetzt vielleicht langsam rausgefunden haben. Das heißt, vielleicht sollten wir jetzt doch in einen Busch weiter vorgehen. Vielleicht sollten wir den Busch einmal wechseln, was meint ihr? Nein! Oh, das sagt für mich. Danke, Soraka. Das ist mein Held. Ich würde wahrscheinlich mal basen. Dann habe ich ein bisschen bessere Damage.
Wait, seit wann kostet Mage Ace nur noch 11,50? Habe ich doch gerade richtig gesehen. Wait, der wurde günstiger gemacht, Mage Ace. Jetzt ist die Frage, in welchem Busch campe ich diesmal, Leute? Das ist die große Frage. Ich glaube, diesmal ist es der Busch hier, ne? Der sieht sehr, 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 sehr gut aus. Weil der Silas geht jetzt hier gleich rüber. Sein Sonnes ist noch kurz auf Cooldown und dann schlägt die Falle zu. In 3, 2, 1, Action. Ah. Ja, was, ne? Okay, leider habe ich alles gekankt und gestorben. Aber an sich gar nicht schlecht. Und das Wichtige ist, dass wir jetzt gleich wieder unseren Freund, den Jace, farmen können für mehr Mage-Stacks. Ja, das ist das Wichtige, Leute. Er ist bereit, gefarmt zu werden, der Jace. Der spielt Profane Hydro Collector Jace. Also, ich weiß nicht, ob der gewinnen möchte, der Kerl. Ich bin mir nicht 100% sicher. Möchte der denn überhaupt gewinnen? Oh, wow. Der haut echt voll rein. Was ist denn das für ein Schaden? Verdammt. Der haut gut rein. Boah, ein Drake noch für Soul. Azix ist tot. Wir haben Rabadon. Wir brauchen jetzt noch Volt oder Kryptblum. Oder Sonyas. Also, das ist praktisch ein 4 gegen 4. Wir haben den Boss auf Aatrox. Und die Gegner haben Shiner mit 0727. Auf seinem gefürchteten Jace. Ja, da spielen wirklich absolute Masterminds gegeneinander her. Ja. Hier ist auch der Mönchwein auf seiner Seite. Ja. Oh mein Gott, der hatte Ult noch. What do you mean? Der hatte Ult noch. Weil der hat nicht geultet davor. Oh, ich hab nicht drauf gedacht. Aber wenigstens habe ich die Sender bekommen. Das geben sie dir eigentlich sehr schlecht drauf. Wir sollten jetzt Voidstop gehen, damit wir doch die Front rein können. Und nach Wolstadt müssen wir dann... Ja, was wir da machen. Oh, bärenstarker Schaden hier von unserer Ash. Die hatte ihn fast. Oh, ist okay. Gerade auf der Stelle geflasht. Also wenn ich das nicht besser würde, würde ich sagen, dass der Jace in unserem Team versucht zu gewinnen. Und der Aatrox, also Aatrox gegen Jace, beide mit dem Heavy Wind Trader, denn, ja, ist mein Gefühl. Ist natürlich, wer kann stärker inten, ist die Frage hier für die beiden. Und bis jetzt ist auf jeden Fall Jace hat knapp die Nase vorne, würde ich sagen, wenn es um den Infeed geht. Der ist ganz knapp vorne. Mit meiner brillanten, ich versteck mich dreimal im selben Busch-Strategie, hat er nämlich nicht gerechnet. Hatte ich das Gefühl. Ihr hat ihn kalt erwischt, hat sehen. 1000 AP pottet Victor. Jetzt gucken wir doch mal, was hier geht. Start, yes. Mit dem brillanten Port-In. Der hat auch keinen Schaden, ne? Also, der hat auch Panic Hydra und Fimbelwinter Ash. Natürlich. Der El Classico der Ash-Builds. Ich muss sehr weit weggehen, weil ich habe gerade keine Möglichkeit, die Ult zu dodgen. Da darf ich auf gar keinen Fall erwischen, der Kerl. Ich muss hier ganz hinten stehen. Wenn er mich nicht kriegt, können wir nicht gewinnen, die Gegner. Oder habe ich die 2 Dämpfe oder 3 Dämpfe?
GG. Also ich muss ehrlich sagen, in diesem Game sind sehr komische Dinge passiert. Ja. Also hier sind wirklich sehr, sehr komische Dinge passiert. Ich bin mir nicht so 100% sicher, wieso, warum, weshalb. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen, ich stehe gerade -7 auf dem Account. Stabile 40% Winrate. Was waren das heute für Games? Was waren das denn heute für Games, Mann?